Jetzt geht es zum berühmten CCC-Jahresrückblick, welcher uns so ein bisschen Überblick geben soll über die Aktivitäten des CCC in diesem Jahr. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich schon. Für die dieses Event der erste Kongress ist wahrscheinlich besonders spannend. Natürlich ist der Kongress nicht die einzige Aktivität des CCC, obwohl es manchen vielleicht die letzten Wochen so vorkam. Ich würde sagen, ich übergebe einfach mal an die drei Herren, Lars, Andi und Starbuck. Und wenn ihr euch vielleicht kurz vorher selber vorstellt, das wäre ideal. Gut. Wenn das Mikrofon an ist, push. Achso, push. Ja, das ist an. Es scheint an zu sein jetzt, ja. Dann fange ich einfach mal von dieser Seite an. Also ich bin der Lars, wie es hier schon auf den Folien draufsteht, oder Pylon, wie ich meisten auch nenne. Erstmal herzlich willkommen zum CCC-Jahresrückblick. Ich selber bin im Vorstand aktiv, habe auch mal ein bisschen Pressearbeit mitgemacht, dieses Jahr nicht mehr allzu viel, kann auch noch ein bisschen was dazu sagen und mehr aber auch zu den regionalen Gruppen noch ein paar Worte nennen. Weiter macht Andi. Ja gut, ich bin Andi Müller-Bagun, ich bin ja sowas wie der Sprecher, wobei wir dieses Jahr, wie Lars vielleicht auch schon dezent angedeutet hat, eigentlich angefangen haben, dass wir gesagt haben, die Leute, die sich um irgendwelche Fachthemen kümmern, die führen wir direkt der Presse zu. Deswegen sitzt der Starbuck auch hier, der insbesondere den Bereich Biometrie dieses Jahr ein bisschen angefasst hat. Der darf sich auch nochmal vorstellen. Ansonsten gehen wir gleich so ein bisschen mal chronologisch durchs Jahr durch und erzählen euch mal ein bisschen, was so die Themen und die Veranstaltungen und Events waren, die wir da so erlebt haben. Ja, also ich bin Starbuck. Warum ich hier oben sitze, ist einfach hauptsächlich, weil ich halt in dem Jahr relativ viel so mit Öffentlichkeitsarbeit im Club zu tun hatte, wegen der ganzen Biometrie- und E-Pass-Geschichte und auch sonst diese ganzen Regionaltreffen dieses Jahr besucht habe. Okay. Der Januar ist bei uns immer ein bisschen dünn besiedelt, weil wir uns da alle erstmal vom Kongress erholen. Meistens ja, wobei Kongress auch immer so ein Ort ist, wo sich halt viele Leute treffen. Unter anderem traditionell halt im Januar sind immer neue Chaos-Treff-Gründungen. In diesem Fall war es halt Rothenburg ob der Tauber und Kiel, die sich auch sehr gut entwickelt haben im Laufe des Jahres. Anni, der nächste Punkt ist deiner. Entschuldigung. Ja, beschäftigt hat uns dann noch die Initiative von Herrn Beckstein für mehr Gerechtigkeit. Herr Beckstein hat nämlich angemahnt, dass ja dadurch, dass es LKWs gibt, die die Mauterfassung auf den Autobahnen dadurch umgehen, dass sie Bundesstraßen benutzen, dass man doch auch selbstverständlich die Bundesstraßen auch durch Mauterfassungsgeräte und die entsprechende Tarzierung versehen müsste. Das hat uns natürlich irgendwie mal ein bisschen latent den Brechreiz hochgebracht, ist aber im Grunde natürlich nur ein Mosaikstein auf dem Weg zur PKW-Maut und was da alles noch kommen wird, erwähnt sei es trotzdem, was man unter Gerechtigkeit nicht so alles verstehen kann. Weiteres Thema, das ist jetzt ein bisschen Kontext RFID auch. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wer das am kompetentesten hier vielleicht... Wir haben es irgendwie leider nicht geplant, weil ich gerade irgendwie meinen Vortrag noch hatte, deswegen hat Anni die Folien allein gemacht. Zum Thema, also im Februar wurde halt die Anmeldung für die RFID, also für die Fußball-WM-Tickets freigeschaltet und da gab es halt das Problem, dass der FIFA bzw. der DFB halt enorme Datensammelwut an den Tag gelegt hat. Sie halt, wollten halt so Sachen wissen wie Passnummer, maschinenlesbare Zone übrigens, also die Daten, die man dort abgeben müsste, hätten gereicht, um die Gesichtsbilder von dem neuen Pass runterzulutschen. Weiterhin so Sachen wie Kontodaten und was da nicht alles dazugehört, also halt einfach eine echte Frechheit, was die da verlangt haben, dafür, dass man sich anmelden kann, eventuell bei der Verlosung für ein Ticket teilzunehmen. Also man hat da in gar keinen Fall also die... Ja, es ja. Ist ein... Ja. Jedenfalls haben wir dazu auch eine, vielleicht funktioniert ja Internet hier, keine Ahnung. Oha, oha. Gibt es nicht. Internet kaputt. Ja, tut mir leid. Also wir sind auch ganz gut vorbereitet, wie ihr seht. Jedenfalls haben wir uns damit auch ein bisschen... Das hat uns natürlich mehr als nur beschäftigt, um da irgendwie jetzt vorzuwarnen. Es gab ja natürlich auch dann weitere Ideen,
zum Boykott einer Fußball-Weltmeisterschaft aufzurufen wegen der Datensammelwut. Ist wohl angesichts der, wie soll ich sagen, der Mentalität der Leute, die solche Veranstaltungen besuchen, ohnehin etwas unrealistisch. Wir haben uns dann noch... Also das ist durchaus noch, sozusagen, insbesondere natürlich für den CCC Berlin, ist das durchaus noch eine Diskussion, in welcher Form wir uns an dieser Veranstaltung und der technischen Infrastruktur beteiligen. RFIDs sind ja gerüchteweise sehr empfindliche Gerätschaften. Da gibt es so ein paar Ideen. Auch die Frage, was dann passieren würde, nur mal so rein hypothetisch, wenn vielleicht, wenn da eine Schlange von Fußballfans an der Kasse steht, deren Tickets halt alle als ungültig erklärt werden. Da haben wir auch schon verschiedene Szenarien durchdiskutiert, ob wir dann sozusagen Mord und Totschlag provozieren oder ob die das ohnehin schon vorsehen, also weil die Fehlerquote beim Lesen wird es ja auch noch hingeben. Also möglicherweise ist diese Technologie ja tatsächlich noch so unausgereift, dass wir da gar nicht in irgendeiner externen Form eingreifen müssen, aber zumindest die Comic-artig haben wir das schon mal so mit Hypothesen durchgespielt und Den Karten wird zusätzlich auch noch draufstehen, dass sie nicht an die Pinnwand befestigt werden dürfen. Also das haben sie halt, irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, dass Fußballfans das scheinbar sehr gerne tun, ihre Fußballkarten an die Pinnwand zu pinnen und dachten sich, ist halt echt eine schlechte Idee, wenn damit zufälligerweise der FID-Chip getroffen wird und somit die Karte ungültig ist. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, haben wir ein Muster nicht sogar gerade? Ne, haben wir jetzt nicht hier. Na gut, da gibt es vielleicht noch. Ja, wir haben irgendwie ein Muster, eine offene Karte von der Confederations Cup. Liegt noch im Club, aber ich gehe mal davon aus, wenn jemand sehen will, einfach nochmal kurz vorbeikommen, dann bringe ich die morgen einfach mal mit. Nee, das müssen wir mal einscannen und also das müssen wir machen. Ja gut, der nächste Punkt. Nochmal Chaos-Treffs, genau, mache ich auch nochmal kurz. Ist auch noch so ein bisschen Kongress nach Begen, Würzburg, Aargau, Schweiz, also sprich, wir sind auch wieder international stärker vertreten. Schweiz war sowieso dieses Jahr sehr viel, also von einem Chaos-Treff in Basel, jetzt haben wir irgendwie 3 Stück dort, die so über die Fläche vertreten sind im Schweizer Norden. Würzburg ist so ein Chaos-Treff, der sich sowieso schon länger gründen wollte und irgendwann sich das jetzt auch mal geschafft hat dieses Jahr. Ich finde es immer interessant, dass so die Gruppen meistens irgendwie sogar Clubräume finden oder Gaststätten finden, wo es Clubmate gibt. Sehr komisch. Vielleicht als Hinweis direkt auch Chaos-Treff, regionales Chaos. Im Anschluss an diese Veranstaltung hier, sprich um 19 Uhr, gibt es unten im Workshop-Bereich, das ist hinten Hackcenter, ganz weit hinten durch, irgend so ein leerer Bereich, das Regio-Treffen. Es wäre schön, wenn halt wirklich von jedem Chaos-Treff irgendwie jemand dabei ist. Für den Fall, dass jemand vergessen hatte, organisiert euch jetzt nochmal. Wäre nett, wenn ihr da seid. Okay, dann gehe ich mal zum März rüber. Da habe ich erstmal ein, zwei Punkte sozusagen zu berichten. Ich bin ja sozusagen als Sprecher auch auf Veranstaltungen in der Industrie teilweise unterwegs. Ich war also bei der Lufthansa Systems, auch dort ging es ein bisschen ums Thema Biometrie, wobei man dazu sagen muss, die Lufthansa Systems hat jetzt nicht nur mit der Sicherheit von Lufthansa zu tun, damit sogar am allerwenigsten, sondern ist eher externer Dienstleister für alles Mögliche, also für andere Unternehmen. Auch dort erlaubt man sich dann sozusagen kritisch dann auch auf solche Technologien hinzuweisen. Auf der anderen Seite müssen die dann natürlich trotzdem, auch wenn das mehr oder weniger CCC-Nerds sind, die da sitzen, müssen sie natürlich etwas vorsichtig mit der Politik ihres Mutterhauses sein, wo eben sich biometrische Systeme zumindest damals auch in der Erprobung befanden, um eben den Grenzverkehr bzw. auch ticketlos, also mit elektronischen Tickets, die Authentifizierung der Fluggäste zu machen. Das ist ja immer mal wieder ein interessanter Ausflug sozusagen. Im Rahmen der CeBIT haben wir dann zum einen offiziell, dazu sagt vielleicht Starbuck gleich noch ein bisschen was, natürlich unseren Preis verliehen. Ich hatte parallel an dem Tag oder vorher noch ein relativ lustiges Podium, zum einen mit dem Chef dieser neuen, es gibt dieses Euro-BSI, also European Network Information Security Agency heißt das, die Abkürzung hatte ich gerade nicht zur Hand, und mit Herrn Helmbrecht vom BSI, also mit dem Präsidenten dort. Die Situation damals war schon so geladen, dass der Helmbrecht also mehr oder weniger schon so Andeutungen gemacht hat, dass er sich zum Thema biometrische Pässe eigentlich gar nicht mehr äußern darf, weil selbst Interviews von BSI-Mitarbeitern, die rein technisch und so fort sind, werden von den Journalisten oft mal ganz bösartig schon so geschnitten,
dass gewisse Fragen dann, die mit Nein beantwortet werden, so geschnitten werden, dass der Minister persönlich dann vorm Fernseher sitzt und den BSI-Chef zu sich zitieren lässt. Und also es gab da wohl ganz unangenehme Szenen, die halt leider auf die mangelnde Unabhängigkeit des BSI als dem Innenministerium untergeordnete Behörde hinwiesen, die ja hier vielleicht heute auch schon in anderer Form angesprochen wurde. Im Grunde sind die Leute aber alle mittlerweile recht handzahm, auch wenn sie eben leider in Strukturen stecken, wo sie nicht besonders viel bewegen können. Gibt es da Berichte, wie das mit dem neuen Bundesinnenministerium läuft? Nee, aber ich vermute mal, also falls es da noch keine völlige Entfremdung gegeben hat, also es ist ja so, das BSI ist ja eine Institution, die sich sozusagen im Ministerium-Kontext immer noch damit rausreden kann, dass sie ja Techniker sind und Wissenschaftler sind und mit Politik quasi nichts zu tun haben. Die Prioritäten werden aber natürlich trotzdem von außen gesetzt. Wie das da jetzt weitergeht, kann ich jetzt gerade noch nicht sagen. Okay, zur CeBIT. Also dieses Jahr war der elektronische Reisepass halt nicht nur unser Thema, sondern auch Thema auf der CeBIT. Und wir waren dieses Jahr bei der Bundesdruckerei als praktisch ausstellende Behörde in Deutschland und sind halt mal ein bisschen, also sind hingegangen, haben denen den Preis verliehen. Und ein paar von uns sind nachträglich noch mit den zuständigen Standleitern irgendwie oben einen Kaffee trinken gewesen. Die Idee, dass wir dort mal unabhängig Tests durchführen können, hat sich leider im Sand verlaufen, wie halt nicht anders zu erwarten war. Zusätzlich sind wir halt irgendwie noch mal rumgelaufen, haben halt ein paar Fingerabdrucksensoren auf der CeBIT überwunden und war relativ erfolgreich, also deutlich mehr als die Hälfte konnten irgendwie gefaked werden. Ja. Ging das mit dem Datenschleudertrick? Genau. Das ging mit dem Datenschleudertrick, ja. Wir hatten vielleicht, da ich da einer der war, die da mit oben Kaffee trinken waren, also der Vorwurf in Anführungszeichen an die Bundesdruckerei war natürlich deswegen unter schwierigen Umzeiten, weil der Laden eigentlich wirtschaftlich wohl in einer schwierigen Lage war und durch diesen Großauftrag da RFID-Teile mit biometrischen Fingerabdruckscannern irgendwie die Bundesregierung zu gestalten, wirtschaftlich gerettet wurde. Also das Ganze kann man auch als Wirtschaftsförderungsmaßnahme sozusagen betrachten und interpretieren, die mit Sicherheit eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern die Geschichte einer gescheiterten Privatisierung und ihre Rettung durch die Politik. Interessant genug, ich war dieses Jahr noch irgendwie in vielen anderen Ländern und ich stelle immer wieder fest, in Südamerika, selbst in Saudi-Arabien habe ich an den Grenzkontrollen Scanner der Bundesdruckerei gesehen, also für die... Sie sind echt gut im Geschäft, irgendwie alle derzeit so, Luxemburg zum Beispiel hat bei der Bundesdruckerei geordert, also da ist ziemlich viel am Laufen. Nochmal kurzer Hinweis, wenn ihr irgendwie noch ein bisschen mehr zum E-Pass haben wollt, irgendwie kauft euch unten die letzte Datenschleuder, das ist die 87, im formschönen Passdesign, lohnt sich wirklich, die zu lesen. Ja gut, da kommen wir auch gleich noch zu. Also vielleicht aber noch als abschließenden Hinweis, also Biometrie ist ein deutscher Exportschlager, so bescheuert das auch klingt, das müssen wir sozusagen realisieren, dass die deutsche Sicherheitsindustrie hier einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in Anführungszeichen genießt oder wie auch immer. Sie waren einfach schnell genug. Ja. Mit Hilfe der Politik natürlich. Ja, und offenbar mit deutscher Gründlichkeit auch gründlich genug. Ja, fast passend zum Thema. Ich war dann ein paar Tage später noch beim Verband der chemischen Industrie, wo man nicht so alles landet, als Referent versteht sich, beim Informatikausschuss. Das war insofern ein interessanter Realitätsabgleich, als dass dort es unter anderem auch ums Thema digitale Signaturen ging, was eigentlich für mich ein relativ totes Thema ist, dieses Konzept der digitalen Signaturen. Das war ja mal so ein Ministertraum von einem Herrn Riesenhuber, der nie wahr geworden ist und dann immer mal wieder nachgebessert wurde. Insbesondere bei den Jungs in der chemischen Industrie ist es aber so, dass die halt den ganzen Tag behördliche Genehmigungen einholen müssen und die Behörden teilweise wohl dann einfach mal sagen, ja, wenn ihr das nicht mit digitaler Signatur elektronisch einreicht, dann bekommt ihr überhaupt gar nichts mehr von uns. Und das heißt, da wird sozusagen an den Stellen, weil Geld ist da natürlich vorhanden, das ist da nicht unbedingt so das Argument. Trotzdem will man vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht unbedingt sich diesen unnötigen Kram anschaffen. Und da wird sozusagen an diesen Stellen wird offenbar angefangen, mit massivem staatlichem Druck diesen Traum doch mal versuchen wahrzumachen. Ja, Ende März, traditionell über Ostern, das Easter Hack in Hamburg natürlich, weil alle ungeraden Easter Hacks sind in Hamburg. Mit so interessanten Vorträgen,
Bitte? Bis auf Widerruf. Ja. Ja. Im Eidelstädter Bürgerhaus natürlich, das ist die alte Kongresslocation, 200 Leute waren in etwa dort, mit so interessanten Vorträgen wie Einführung in Sommerzeit am letzten Märzwochenende von 2 bis 3 Uhr nachts. Natürlich haben wir auch sehr viel diese Zeit genutzt, um zu diskutieren. Easter Hack ist halt einfach ein bisschen ruhiger von der Veranstaltung her. Ich habe selber unter anderem Workshops auch mitgemacht oder auch geführt zu, ja, Hackerethik, ist sie noch aktuell? Da kann man durchaus schon 3 Stunden sitzen, vor allem in diesen alten Räumen. Ich habe mich jedes Mal so gefragt, man müsste eigentlich mal die Wände fragen, die müssten irgendwie noch die Daten gespeichert haben von anno dazu mal, wo schon mal über die Hackerethik darüber gesprochen wurde. Gebracht hat das Easter Hack, ja, natürlich irgendwie den Zusammenhalt im Club. Und so soll es auch im nächsten Jahr sein, wenn das 6. Easter Hack stattfindet wird, also nee, Easter Hack heißt es, glaube ich, in Wien diesmal. Das heißt, wir gehen auch ins Ausland, ganz nach Osten, zumindest clubtechnisch gesehen. Über Ostern, das ist, wenn ich mich nicht täusche, 14. April irgendwie fängt es an, bis dann natürlich 18. April irgendwie die Ecke rum. Nö, Ostern geht... Egal, das ist ja noch eine Weile hin. Ein Wiki steht schon, habe ich gehört. Früher gab es eine Mailinglist, heute gibt es ein Wiki. Wer mitmachen möchte, wer daran teilnehmen möchte, wer Vorträge machen möchte und so weiter und so fort, ist herzlich natürlich eingeladen dazu, so dass wir auch im kommenden Jahr eine nette, gemütliche Veranstaltung haben und das natürlich im schönen Wien. Ja gut, am 30. März haben wir das 100. Chaos Radio zelebriert. Worüber wir da geredet haben, weiß ich leider auch nicht mehr. Aber damit ist dokumentiert, dass wir es also schaffen, in, ich glaube, 7 Jahren oder irgendwie so kontinuierlich einmal im Monat ein paar Stunden. Oder das sind halt 10-Jährige. Also, genau, das sind 9. Dann kann aber die Rechnung doch nicht stimmen. Es gibt 11 doch pro Jahr. Ja, okay, so ungefähr. Aber trotzdem sehr regelmäßig. Ja, gut. Der April, der BSI ist eigentlich dein Thema, aber ich meine gut, im April war der BSI-Kongress, das ist sozusagen das Pendant des Chaos Communication Kongress mit Bundesadler, naja, ein bisschen anders. Gut, und gerüchteweise ist die Kleiderordnung dort auch ein bisschen eine andere und so, also gut, ein bisschen anders ist die Veranstaltung. Der Fitzmann, Andreas Fitzmann, ist an der Uni Dresden, vielen vielleicht bekannt, hat auch Kryptokonzepte geschrieben und hatte sich mit einem kritischen Beitrag zum Thema Biometrie und Sicherheit dort eigentlich, war als Redner auch schon bestätigt worden, ist dann kurzfristig wieder ausgeladen worden. Das ist wohl ein bisschen in diesem Spannungsfeld Innenministerium und BSI zuzuordnen, was dieses Jahr durchaus mal größere Wogen auch geschlagen hat, weil dann selbst das Kanzleramt sich noch in die Diskussion eingemischt hat und sich gefragt hat, was da eigentlich los ist. Also es war halt ganz klar abzusehen, dass das Bundesinnenministerium halt keine Diskussion oder keine kritischen Stimmen zur Einführung, also zur Biometrie oder zum E-Pass in Vorzeit zum 1. November haben will. Und das hatten sie auch deutlich gemacht. Ja. Die Datenschalter 86 kann ich gerade thematisch... Gab es kein Thema, aber es war die erste dieses Jahr und sie war ja mit April irgendwie auch noch im Zeitplan, was ja für die ganzen anderen dann leider nicht so war. Aber nächstes Jahr wird alles besser und damit das irgendwie auch so wird, müsst ihr natürlich alle mitmachen. Also wer auch immer Artikel hat, schreibt sie an dsrccc.de. Wer noch Lust hat mit zu layouten oder Rechtschreibe, also Korrektur zu lesen, wir brauchen auf jeden Fall Hilfe, dass es halt nächstes Jahr nicht wieder so ein Chaos wird wie diesmal. Ja, Ende April war ich dann noch zu einer wirklich ehrenrührigen Veranstaltung vom Hightech-Presseclub eingeladen. Die hatten also zum Thema IT-Sicherheit, Risiken beim Online-Banking oder so ähnlich eine kleine Mini-Konferenz geplant. Das ist ein Journalistenverband, der dann irgendwie in diesem Fall auch wieder den Helmbrecht vom BSI, seinen Pressesprecher, den Herr habe ich vergessen, wie er heißt, dann noch irgendeinen Fachjournalisten aus dem Thema und mich eingeladen hatte, wir hatten uns eine halbe Stunde vorher der Veranstaltung, haben wir uns getroffen, Eis gegessen und schon diskutiert, worum es überhaupt gehen soll, denn es war schwer herauszufinden, es sind dann auch keine Teilnehmer erschienen, war eigentlich sehr interessant, wir hatten einen ganz netten Abend und haben uns über alles Mögliche
unterhalten. In diesem Fall ging es da so ein bisschen um die Tendenzen, Phishing-Attacken, also das eben, ich sag mal, was ist das reine Phishing, ist ja durch die Banken dieses Jahr dadurch größtenteils gestoppt worden, dass eben Online-Überweisungen inländischer Natur, also Online-Überweisungen sowieso nur auf inländische Konten ja gehen und dass man bei Auslandsüberweisungen da sozusagen, die kann man zwar eingeben, aber die werden nochmal menschlich reviewed. Also die haben da so ein 3-Tage-Delay eingebaut, um das alles einzugrenzen und dadurch haben sie den Missbrauch wohl massiv eingedämmt bekommen. Allerdings hat dann mehr Zinsen. Ja, genau, das vielleicht auch noch. Und dann hat aber eine andere Methode der Kriminellen sozusagen eingesetzt, dass sie dann irgendwelche Leute angesprochen haben, so von wegen, ich bin Rumäne, ich habe irgendwie Probleme, eine Geldüberweisung von einem deutschen Kumpel zu bekommen, der würde dir das auf dein Konto überweisen, du schickst es mir mit Western Union weiter und kannst 10% davon behalten. Und diese Methode hat tatsächlich jetzt nicht nur so Hartz-III-Empfänger, die dann irgendwie für 500 Euro fast alles tun, sondern da gibt es richtig Referenzfälle mit Professor Doktors, wo es dann mal um 12.000 Euro oder sowas geht, wo dazu verlockt, das Geld, was dann später natürlich rücküberwiesen wurde, weil es eben Überweisungen waren, die durch Phishing überhaupt erst möglich waren, ausgewirkt. Und also es war im Grunde genommen, wir haben uns da nett unterhalten und auch natürlich über das Thema Biometrie und Ähnliches kam dann noch vielleicht so das eine oder andere mit drunter. Was ich da, sagen wir mal, hier für die Runde irgendwie berichten kann, ist, also wie gesagt, beim BSI ist es, glaube ich, so, die sehen halt auch sich selbst, würden sie gerne ein bisschen mehr Verbraucherschutzorganisation vielleicht in einigen Aspekten sein, auch wenn sie es nicht sind. Also diese Institution ist für uns noch formbar. Also das kann ich, glaube ich, so transportieren. Ja gut, im Mai, Datenspuren ist, glaube ich, da war ich selber nicht, du warst da. Okay, ich war da. Also ja, stimmt, Mai ich sehr... War auch da. Stimmt, ich war auch da. Ja gut, dann mach mal. Also mach mal Mai auf jeden Fall ein ziemlich aktiver Monat, was so Veranstaltungen im Club betrifft. Wir haben am 8. Mai die Datenspuren in Dresden, dieses Jahr das zweite Mal, glaube ich. Ja. War eine sehr coole Veranstaltung, also vor allem die Vorträge waren wirklich hochkarätig, also ich würde schon sagen, echt vergleichbar mit dem Niveau hier. War leider nur ein Tag, das heißt irgendwie nur Sonntag, also kurz hingefahren und abends leider wieder zurück. Das heißt so die ganze Kuschelatmosphäre am Abend mit irgendwie wir unterhalten uns nett. Gab es leider nicht, aber nächstes Jahr genau sind 2 Tage geplant. Das heißt, alle, die jetzt hier in Berlin kommen, nach Dresden, fährt im Auto knappe 2 Stunden. Irgendwie auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Veranstaltung wird es werden. Und auch wieder Anfang Mai. Ja. Der Call for Papers, der liegt übrigens, den habe ich schon gesehen hier. Für echt? Die Daten, ja, der hing unten in der Konferenzleitung auf. Also für ISAEC auf jeden Fall gibt es auch schon einen. Ja. Jetzt, keine Ahnung, diesen nächsten Punkt, der ist irgendwie ein bisschen schwierig zu referieren. Also es gab auf www.ccc.de Updates dann eine Unvereinbarkeitserklärung, ohne dass es jetzt dazu einen direkten Anlass terminlich gesehen gab, dass wir irgendwie uns gegen Faschismus in jeder Form und überhaupt und dass wir uns selbstverständlich den Menschenrechten und was nicht allen verbunden fühlen. Das war irgendwie mit Vorstand unterschrieben, auch wenn der CCC-Vorstand davon erst im Nachhinein erfahren hat und dann gesagt hat, naja gut, ist das sozusagen dem Umstand zuzuordnen, dass es da irgendwie diesen komischen Hack gab gegen irgendwelche Nazi-Seiten, wo dann aus den Nazi-Servern irgendwelche Sachen rausgeholt wurden und in Dresden gab es dann Morddrohungen. Also das ist alles irgendwie eine etwas lange verwobene Geschichte, die ich nicht mehr ganz zusammenbekomme, muss ich gestehen. Ich auch nicht mehr. Aber ich sag mal, unseren Freunden in den neuen Bundesländern gegenüber gab es wohl doch auch die Notwendigkeit, damit da keine Missverständnisse aufkommen, da mal ein klares Wort zu sprechen und das haben wir dann auch mitgetragen. GPN, die dritte Chaos-Veranstaltung im Jahr in Karlsruhe, das ist inzwischen schon die vierte gewesen, fand diesmal an der FH in Karlsruhe statt und war halt zwar vom Vortragsprogramm nicht so, wie sich die Veranstalter auch selber vorgestellt hätten, aber es war einfach mal super gemütlich, also so die Abende auf dem Balkon irgendwie im Kreis zu stehen und zu diskutieren, es war irgendwie wirklich viel gebracht. Ist zwar ein Stück weit weg, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und vor allem, weil auch Karlsruhe ein sehr aktiver Erfurtkreis ist. Ja, ich war dann noch mit Tim, das ist auch so ein kleines Kongressnachbeben, Ende Mai beim BE6-Stammtisch, das ist also der Berliner Internet Exchange. Das hing zum einen damit zusammen, dass wir uns da nochmal sozusagen mit einem kleinen Vortrag zu Sicherheitsfragen
bedanken mussten bei den Sponsoren des letzten Internets, also des Internets des letzten Kongresses, nicht des letzten Internets, und dabei auch, weil es halt letztes Mal gab es ja diesen mehr oder weniger ja, Teenager-artigen Angriff auf irgendwie mit einem Webscript, mit einem Perl-Script dann mal kurz irgendwie 15.000 Websites verändern und da irgendwelchen Scheiß draufschreiben. Also es hatte ja einige unharmonische Momente gegeben, wo wir dann auch noch mit dem Landeskriminalamt hier und da mal telefonieren mussten und irgendwie noch schriftlich erklären mussten, dass wir da nichts wussten und sowieso ja eigentlich nur hier Leute ins Gebäude lassen und die auch nicht so genau kennen und so. Und jedenfalls haben wir den Internetprovidern das Ganze dann nochmal ein bisschen harmonisch erklärt. Einfach, es war aber auch tatsächlich notwendig, weil wenn uns jemand Internet zur Verfügung stellt und dann sozusagen von seinen Kollegen, die natürlich auch so große Hosting-Provider als Kunden haben, sozusagen angesprochen wird, was ihr denn da für einen Scheiß irgendwie anschleppt und so fort. Also das war kein so schlechtes Gespräch, war ein bisschen kontrovers, aber so kontrovers dann auch wieder nicht. Und was dabei immerhin rausgekommen ist, ist, dass durch die Mauschelei danach beim Glas Wein wir dann nochmal so ein bisschen eine kleine DSL-Leitung für den Berliner Club abgefasst haben. Und also gut, sowas lässt sich dann schon irgendwie nochmal arrangieren. Also so gesehen war das ein Erfolg. Ja, im Juni Projekt P. Ich muss sagen, also ich habe so Mai bis September eigentlich ausgesetzt. Ich habe mich nichts gemacht. Warst du aber unterwegs? Kein Problem, ja. Gut, Projekt P, weiß ich, warst du, glaube ich, auch? Oder? Also war eine Veranstaltung gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, genau. In Berlin. Also das Berlin 05 war halt ein Teil des Projekt Ps. Und dort haben wir als Chaos Computer Club ein Camp Discordia organisiert, was halt nicht direkt ein Camp war, sondern halt in so einer alten Clubgaststätte so ein bisschen Hackcenter-Atmosphäre aufgebaut, ein bisschen Party gemacht, ein bisschen Lichtinformationen, Lichtspiele und vor allem auch Vorträge, die sich halt dann insbesondere an die Jugendlichen dort gerichtet haben, die auch wirklich zahlreich gekommen sind und auch gut mitdiskutiert haben. Weiterhin gab es so Sachen wie hier auch, so POC war anwesend, Telefon über das gesamte Gelände und Internet gab es für free, was für bei vielen Leuten für Verwunderung gesorgt hat, die dann irgendwie Geld einwerfen wollten, weil sie dachten, es wäre ein Internetcafé, was sie da aufgemacht hätten. Nicht schlecht. Ja, die nächsten drei Punkte gehen ja wirklich auf meine Kappe. Zum einen die Secure 2005, das ist so eine Management Circle Fallera-Konferenz, die habe ich hier deswegen nochmal erwähnt, weil ich da immer die lustige Situation habe. Da gab es drei Keynote-Speaker. Der eine war der Professor Brunstein, der ist vielen vielleicht noch bekannt aus seinen Hamburger Zeiten. Naja, gut. Dann Professor Dr. Hartmut Pohl, das ist der ehemalige Leiter der Abteilung im Verfassungsschutz, die also Herrn Karl Koch und damals Hans Hübner sozusagen auf der Vernehmerseite hatte bei dem KGB-Hack. Intern sozusagen wird ihm auch eher das Ableben, zumindest die organisatorische Verantwortung von Karl so ein bisschen zugeordnet. Der Mann darf nicht mit mir reden. Das ist jedes Jahr für mich, wenn ich ihn auf einer Konferenz habe, ein wirkliches Vergnügen. Wir also A, schon die Kongressleitung davon informiert, dass wir also nicht auf demselben Podium sitzen dürfen und er auch vermeidet, am selben Tag mit mir überhaupt zu referieren. Und wenn ich den Saal nur betrete und er irgendwie noch da ist, er immer gleich abhaut. Also das ist immer wieder ein Vergnügen, wie gesagt. Wenn er ihn mal trifft, keine schöne Grüße, sondern ja, dann waren wir, beziehungsweise ich war noch eingeladen und habe etliche Leute mitgenommen beim Jubiläum vom ECO. ECO ist das Electronic Commerce Forum, nicht, dass wir damit was zu tun hätten, aber die betreiben aus historischen Gründen auch das DE6, also den tatsächlichen deutschen Internet Exchange. Und da sich einige Jungs im CCC als unbedingt das Ziel erklärt hatten, da mal ein paar Höheneinheiten abzufassen für ja, so ein BGP-Projekt mit Sicherheit unterstützendem Open Source Fallera. Also das haben die irgendwie. Also mittlerweile ist es wohl so, dass es so aussieht, als kriegen wir da ein paar Höheneinheiten. Dazu war aber ja, viel Weingetränke und viel Überzeugungsarbeit junger Menschen notwendig. Und gucken wir mal, was daraus wird. Bisschen Bandbreite. Dann war ich Ende des Monats noch bei einer Risk-Management-Veranstaltung. Das war tatsächlich zur Abwechslung mal was für mich sehr hochinteressantes. Das war sozusagen die Bankenwelt, die gerade ja das Problem hat, dass Basel II für sie bedeutet,
dass sie bei der Kreditvergabe oder überhaupt bei geschäftlichen Aktivitäten Risiko nicht wie bisher irgendwie so pauschal benennen können, sondern jede Menge Mechanismen zur Evaluierung, also zu was ist im spezifischen Fall das Risiko, inklusive das Risiko beim Einsatz ihrer IT. Die müssen jetzt also genau untersuchen, was für Risiken sie beim Einsatz von diesem und jenem haben und was sie dagegen tun und wie gut das Risiko da abgedingst wird, abgefedert wird. Das ist im Grunde ein Prozess, wo die gerade ganz am Anfang sind. Da gab es viele lustige Folien von Leuten, die dann versucht haben, IT-Risiken sozusagen mal in Zahlen zu fassen und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Windows auch ohne Hackerangriff abstürzt und wie sich das verbessert durch den Einsatz von Software von diesem oder jenem Hersteller. Also da werden, glaube ich, noch viele Arbeitsplätze geschaffen und viel, da kann man noch viel Unsinn gegen viel Geld erzählen. Aber gut. Ja, im Juli, da warst du. Konstanze und ich waren auf dem Castforum, auch wieder in Darmstadt. Das ist halt so eine Veranstaltung, die alle 2 Jahre oder jedes Jahr durchgeführt wird. Waren einige interessante Projekte anwesend, wie zum Beispiel biometrische Erkennung anhand von Herzrhythmus oder Ohrmuschelform. Also durchaus interessant, und aber ansonsten halt irgendwie eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Gut, ja, what the heck, Herrgott, das hat viel geregnet, es hat auch viel Spaß gemacht, das holländische Camp in diesem Jahr, keine Ahnung. Also wir müssen jetzt gerade ein bisschen auf die Zeit hauen, deswegen gehe ich jetzt mal einen Klick weiter. Das mache ich. Im August haben wir zusammen mit der Grünen Jugend eine Lobbyveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus gemacht. Da haben sich so besucht. Wir haben sie besucht, Entschuldigung, das ist natürlich was anderes. ja, also Microsoft hat sie veranstaltet, und genau. Da das Ziel relativ klar war, dass halt Microsoft versucht hat, dort ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen, weil das Abgeordnetenhaus immer so gerade auf der Schiene war, doch mal auf Open Source umzusteigen, haben wir uns gedacht, wir zeigen auch mal bei Microsoft, dass es Open Source gibt. Da sind ein paar Leute von den Grünen mit einem schicken Pinguin-Kostüm eingeritten, was natürlich optisch sehr ansprechend war. Es gab die ersten Versuche wirklich von einem Live-Blogging, also wir haben da irgendwie eine UMTS-Karte und Audio-Mitschnitte teilweise gehabt, bis es abgeranzt ist, die Software. Aber sowas stellt man sich halt in Zukunft vor. Und bevor wir rausgeworfen wurden, konnten wir noch das Buffet mit ein paar Alt-F4-Fähnchen beschmücken und mit dem großen Alt-F4-Banner dann den Saal verlassen. Also es hat wahrscheinlich auch irgendwie echt viel gebracht, weil das Abgeordnetenhaus halt tatsächlich jetzt plant, auf Linux umzustellen. Ja, erstens das, und zweitens gibt es von der Veranstaltung wirklich schöne Fotos auch auf Heise. Okay. Oh ja, da habe ich wieder einen Stieg gemacht, genau, da war ich wieder dabei. Meta Rhein Main Chaos Days ist eine Veranstaltung, die mehrmals im Jahr im Raum Rhein-Main-Gebiet stattfindet. Einmal im Jahr wird es eine ziemlich große Veranstaltung, wo dann auch, ich sag mal so, das komplette Clubumfeld mit eingeladen ist. Wir waren diesmal untergebracht in Darmstadt, direkt dort an der, was ist das, TU, glaube ich, Technische Uni dort. Sehr nett, wir hatten den Audimax-Bereich mit dem großen Vortragssaal. Irgendwie kam da so ein bisschen Gedanken auf, so hey, das kennst du irgendwo her, orange Stühle, so in schräg hochgehend. Wer das Haus am Kölnischen Park kennt, wird sich auch noch gut daran erinnern. Generell war es eher so auch natürlich wieder so eine interne Kuschelveranstaltung, wie man es so gerne manchmal nennt. Also man trifft sich halt einfach im Laufe des Jahres, kann noch ein paar Sachen durchsprechen. Vor allen Dingen so ist das sehr schön vorm Kongress nochmal so ein paar Monate vorher, ein paar Ideen angehen, ein bisschen brainstormen, was können wir machen am Kongress. Meta Rhein Main Chaos Days finden auch immer in unterschiedlichen Städten statt, dort im Gebiet. Und ich denke mal, wir werden auch nächstes Jahr wieder in dem Zeitraum, so September, Oktober rum, wieder eine große Veranstaltung haben. Erwähnenswert war noch ein sehr netter Ausflug zur Egelsbacher CIA-Facility. Das ist halt so ein großer Bereich mit vielen Antennen drauf, die angeblich zwar gerade geschlossen wird, aber was im Vergleich mit Luftbildern von früher gezeigt hat, massiv ausgebaut wird. Wir sind halt einfach mal außen rum gelaufen und haben Fotos gemacht fleißig.
bis dann bei ungefähr 3/4 der Runde auf einmal ein MP-Auto von uns, also hinter uns ankam und irgendwie der Typ hektisch auf Amerikanisch erzählte, dass wir hier irgendwie nicht fotografieren dürften, woraufhin wir ihn einfach dann den Rücken gekehrt haben und dann möglichst schnell durch den Wald das Weite gesucht haben. U23 in Köln, da kann ich noch was zu berichten. U23 ist im Grunde genommen die Veranstaltung für neue Personen im Club. Also wir möchten auch irgendwie uns verjüngen. U23 ähnlich wie beim Fußball die U21. Oh Gott, jetzt haben wir schon wieder so einen Vergleich hier. In diesem Jahr hatten wir ein nettes Projekt gehabt. Zum einen Löten, zum anderen Programmieren. Wir haben uns einen Admin geschnappt, dort ein paar LEDs dran gelötet quasi und das Ganze angesteuert, sodass wir ein sogenanntes Nordlicht haben. Wer das Ding mal live in Farbe und bunt sehen möchte, kann das unten in der Blinken-Area machen. War ein durchaus volles Projekt voller Erfolg, dieses Projekt. Wir haben etliche von den Jungs hier mitbringen können nach Köln. Leider zu wenig Mädels dabei. Wir hoffen, es wird nächstes Jahr besser. Na gut, im Bundestagswahl ist natürlich eigentlich kein wirkliches CCC-Thema. Eine Errungenschaft hat sie uns ja doch gebracht, aber das war erst vor wenigen Tagen bei der Wahl des Wort des Jahres durch die Deutsche Sprachgesellschaft. In der Online-Berichterstattung hat ausgerechnet die Welt Online ja geschrieben, Bundeskanzlerin noch vor Gammelfleisch. Also wenn das nicht toll ist. Im Oktober Paderborn, ich war da nicht, da steht nur in der Liste drin irgendwie. Okay. Also eine regionale Veranstaltung, die stattgefunden hat, eines regionalen Clubs. Irgendwie hatte ich an dem Wochenende keine Zeit, da war irgendwie ganz komisch. Okay, Paderborn. Also wir hatten noch eine Pressemeldung zum IPAS, den scheinbar auch einige Leute nicht gelesen haben, wie wir jetzt gerade schon mitgekriegt haben. Also 20. Oktober war halt so ungefähr der Termin, bis zu dem man sich noch einen alten Pass holen konnte, was wir so ein bisschen promotet haben. Es haben sehr viele Leute gemacht, also so die letzten Tage vor dem 1. November waren halt wirklich das blanke Chaos in den Meldeämtern und viele Leute haben halt wirklich noch einen billigen und nicht biometrischen Reisepass abgestaubt. Ja, zu den 6. Black Brother Awards in Bielefeld gibt es eine eigene Veranstaltung und da der Frank Rosengart irgendwie auch gerade nicht hier ist, halten wir das hier ein bisschen kurz. Im November war dann definitiv die Einführung der neuen biometrischen Pässe. Das heißt, ab diesem Tag mussten die Meldestellen auch soweit sein, das zu tun. Leider etwas verspätet kam die Datensteuer 87, vorhin schon erwähnt, zum IPAS. Das Problem mit der Datensteuer, hätten wir sie früher rausgebracht, hätten es vielleicht noch ein paar mehr Leute geschafft, sich noch einen alten zu holen. Und wir hätten das, was wir jetzt halt auch noch verspätet getan haben, die Datensteuer auch einfach mal früher an alle deutschen Parlamentarier verschicken können. Das ist halt jetzt im November dann noch passiert. Das heißt, das war so einmal wirklich der erste große Lobby-Schritt vom Chaos Computer Club in Richtung Bundestag, dass halt wirklich alle 617 Abgeordneten halt ein Freiexemplar der Datensteuer bekommen haben. Und das war übrigens, das musste man erstmal arrangieren, weil das darf man nicht so pauschal machen, sondern man muss die adressieren und so fort. Also um Spam zu vermeiden, mussten sie halt alle separat mit einem Namensaufkleber an blafasel@ im Bundes. Bundestag. Also kurz halt Platz der Republik und da nochmal ein Dank an Arthur, der sich da wirklich so 2 Stunden hingestellt hat und alle 600 Datenschleuder von Hand beklebt hat. Das war halt wirklich eine gute Leistung. Diese Datenschleuder hat auch schon Seltenheitswert. Wir haben aber noch eine Kiste unten am Vereinstisch zum regulären Verkaufspreis da. Wenn ihr die noch nicht habt, kauft sie euch. Sie wird irgendwann mal Gold wert sein. Ja gut, 10 Jahre Chaos Radio hatten wir dann noch aus statistischen Gründen hier zu erwähnen. Ja, das zweite Jubiläum dieses Jahr. Im November 2005. In Bremen, ja, das ist so ein Ort, der irgendwie, ich glaube, das ist mittlerweile schon die dritte Neugründung des Chaos-Treffs. Wir hoffen mal, dass sie länger besteht als das letzte Mal, aber es scheint wohl mittlerweile, oder es scheint jetzt sogar schon irgendwie über 20 Leute beim Treff gewesen zu sein. Das macht die frische Seeluft. In Bremen? Das ist doch Wasser, Hansestadt. Naja. Gut. Anfang Dezember Datensteuer 88 und jetzt ganz kurz vorm Kongress noch die 89.
Also wie ich vorhin schon angesprochen habe, Datenschleuder war dieses Jahr nicht so der Bringer, lag einfach daran, dass wir zu wenig Leute sind. Also Erdgeist, der, muss man einfach mal sagen, sich da richtig reingekniet hat und in wahrscheinlich 4 Wochen seines Lebens damit verbracht hat, die Datenschleuder fertig zu machen. Ganz großes Dankeschön hier. Ja, also um das... Um das mit der Datenschleuder auch nochmal zu erklären, wir stehen ja unter einem gewissen Druck, weil wir im Postvertrieb sind. Wir müssen 4 Ausgaben im Jahr schaffen, eigentlich 1 pro Quartal. Und deswegen haben wir halt, wenn er das jetzt zusammenzählt, wir haben so 1 im 2. Quartal rausgeschieden und dann jetzt halt 3 im 4. Quartal. Wir mussten auch ein bisschen die Daumenschrauben ansetzen, aber bei Erdgas haben sie gewirkt, da hast du recht. Also das hat funktioniert. Ja, der Kongress, da sitzt ihr drin. Auch da sind natürlich viele Schritte dazwischen mit irgendwie Call for Pacers und dies und das und Leuten, die sich da den Power gegeben haben. Aber das müssen wir jetzt vielleicht nicht so bis zum letzten hier nochmal erklären. Erwähnenswert ist vielleicht noch, wir hatten da noch eine etwas minder erfreuliche Diskussion ums Thema Videoüberwachung hier mit dem Gebäude. Einfach deswegen, weil normalerweise das Gebäude auch die Eingangs- und die Innenbereiche unter Videoüberwachung stehen. Und das hat was mit einem Versicherungsvertrag zu tun, der nämlich deutlich mal weniger kostet, wenn so ein Gebäude videoüberwacht ist. Natürlich wollten wir das nicht und das haben wir auch in konstruktiver Atmosphäre mit dem Gebäude klären können. Allerdings haben uns dabei die diversen Schäden des letzten Jahres nicht gerade geholfen. Also hier sind so absurde Dinge geschehen wie Kloschilder, die abmontiert wurden und Türen, die mit Füßen eingetreten wurden, obwohl sie irgendwie auch deutlich sichtbar für die Hand irgendwie so einen Bewegungsteil hatten und so. Dazu gibt es jetzt etwas spontan eingefügt zu dieser Diskussion am 29. mittags noch auch mit dem Geschäftsführer des Gebäudes hier eine kleine Diskussion, damit auch wir sozusagen das Thema Videoüberwachung mal von verschiedenen Seiten beleuchten, weil das sind hier wirklich keine Überwachungsfreaks, die das Gebäude betreiben, aber eben auch Leute, die eine finanzielle Verantwortung haben und mit der auch irgendwie umgehen müssen. Ja, so viel dazu. Ja, wie natürlich wie immer, Fragen? Genau, also wir haben jetzt bestimmt ganz viel vergessen, da müssen wir auch von vornherein um... Oder einfach Anmerkungen, was wir vergessen haben. Vielleicht hat noch jemand was nachzutragen. Ich sehe da, ach so, ein Mikroengel, der sich erhebt. Wenn keine Fragen sind, hier vorne? Vorne? Doch, hier vorne ist Warte mal. Ja, das ist jetzt mehr im Scherz. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, aus der paranoid-verschwörungstechnischen Warte her, sind die Schäden eventuell durch die Überwachungsfreaks verursacht worden, um dem Chaos Computer Club die Videoüberwachung erst aufs Auge zu drücken? Klar, also Agent-Provokateur-Tätigkeit, genau. Klar, ist natürlich in vielen Kontexten nicht völlig auszuschließen. Und im Grunde genommen rechnen wir ja mit sowas auch. Bloß gibt es halt so Bereiche wie Kloschilder zum Beispiel, da hat uns die Seite mit ihrer Fantasie sozusagen überrascht. Das müssen wir einfach zugeben. Also. Ja, 8 Minuten zum Wechseln der Räume. Genau, also schönen Abend. Ja, danke.